Da muss man ein bisschen kreativ sein. Jetzt habe ich es voll versaut. Nein, das ist wundervoll. Jetzt habe ich es versaut. Ganz herzlich willkommen bei VIP Room und ich bin nicht alleine hier, wie ihr seht. Bei mir ist Roman von den Lochis. Schönen guten Tag. Hey, na? Na, alles gut bei dir? Video Day ist gut überstanden. Es geht. Also ich habe nach dem Video Day erstmal mehrere Tage keine Stimme mehr gehabt. Also ich hatte am Video Day auch keine Stimme mehr so richtig, aber ich habe mich jetzt ein bisschen erholt so. Aber ansonsten hat es halt mega Spaß gemacht. Auf jeden Fall geil. Und das war ja auch ein ganz schöner Hype bei euch, ne? Die ganzen Teenies, die gekreischt haben. Oder sind es überhaupt schon Teenies? Ich weiß es gar nicht, ne? Ja, beides. Also manchmal, einige sind unter 12 oder 13, manche über. Ja. Ja, und wie erlebt ihr das jetzt so? Also hättet ihr das gedacht, dass das jetzt so heftig ist, dass ihr so krasse YouTube-Stars seid? Am Anfang auf keinen Fall. Also am Anfang, wir haben ja einfach mal so angefangen, sag ich mal. Und also man hat natürlich schon mit der Zeit so gesehen, wie sich das entwickelt hat. Aber am Anfang haben wir natürlich gar nicht damit gerechnet. Ist umso toller eigentlich, dass es das so geklappt hat, wie es ist. Genau. Und euer Channel ist ja mittlerweile ganz schön groß geworden. Ja, wie viele schon. Menschen gucken da täglich so rein bei euch? Also wir kriegen täglich so, also im Monat haben wir so 12 Millionen Klicks. Oder täglich so 400.000 oder sowas. Wir haben jetzt bald 1 Million Abonnenten. Vielleicht könnt ihr ja mal den anderen YouTubern, die auch groß werden möchten, so wie ihr, ne? Vielleicht könnt ihr denen ja mal einen Tipp geben. Wie macht man das denn? Also ganz wichtig ist einfach, dass man erstmal den Spaß und sowas nicht verliert, dass man nicht abhebt, wenn man erstmal groß ist oder größer wird, weil das merkt der Zuschauer einfach sofort. Man muss doch immer authentisch bleiben. Und Durchhaltevermögen ist auch ganz wichtig. Also, wie lange macht ihr das schon? Wir machen das jetzt bald 3 Jahre. Mhm. Also wir machen das eigentlich jetzt 3 Jahre lang schon. Und Durchhaltevermögen ist eigentlich super wichtig und halt auch mit Leidenschaft dabei sein. Also jetzt nicht irgendwie nach einem Monat schon aufhören mit YouTube, nur weil man noch keine 3 Millionen Klicks hat oder man was auch immer. Man muss daran glauben. Man muss daran glauben, das auf jeden Fall. Man muss einfach weitermachen und den Spaß nicht verlieren. Ja. Genau, die Motivation muss stimmen. Und du kennst ja unsere Sendung auch, die heißt The VIP Room. Und bei uns geht es um Promis, in dem Fall ja um YouTuber auch. Und wir haben uns für dich was ganz Besonderes ausgedacht. Okay. Denn jeder Promi, der hier sitzt, muss eine ganz bestimmte Challenge bewältigen. Ah, okay. Und für dich haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht. Die Rubrik heißt Let's Draw, ja? Wie Ape Crime, die haben auch Let's Draw, ne? Nein, wir machen hier nichts nach, wir machen hier komplett unser eigenes Ding, ja? Okay. Das sind deine Stifte. Wir wissen ja, wie die Leute dich sehen, die finden dich ja großartig, aber wie siehst du dich selbst? Jetzt kannst du nämlich mal ein kleines Porträt von dir malen, ja? Okay. Ich bin mir sicher, du siehst aus wie so ein Maltyp, oder? Du bist gut im Zeichnen, im Malen, oder? Okay, ich leg das Mikro mal dahin. Ja, damit es. Ja, ich halte es dir, genau. Gut. So. Ist ein bisschen windig hier. So bis dahin, so ein richtiges Porträt. Ja. Okay. Wer weiß, vielleicht wirst du ja vom YouTuber nochmal hier so ein bekannter Künstler oder so. Ja. Boah, voll windig. Soll ich mal so? Wir kriegen das hin heute. Okay. Bestimmt ganz viel wert, dieses Bild. Das, glaube ich, wollen jetzt schon alle haben. Wir verlosen das natürlich auch an die Fans. Wie das funktioniert, gleich mehr dazu. Ja, lass mich jetzt mal. Wir sind auch ganz leise, damit du dich konzentrieren kannst. Ich fange jetzt mal mit dem Kopf an, vielleicht ist das schlau. Also Kunst in der Schule ist nicht so deins. Naja, es geht eigentlich. In Kunst habe ich sogar eine 2. Aber ich bin so im Malen nicht so der Allergeilste. Ah. Wir kommen der Sache schon näher. Auf jeden. Ja, stimmt eigentlich. Die nachfolgenden Videos, die verzögern sich nur um wenige Minuten, liebe YouTuber. Ja, das ist doch Kunst. Scheiße, ist das mega gefallen. Kennt ihr nicht? Also, man kann dich auf jeden Fall erkennen. Also, da muss man ein bisschen kreativ sein. Jetzt habe ich es voll versaut. Nein, das ist wundervoll. Jetzt habe ich es versaut. Ganz toll. Wunderschön. Ah, warte. Ich muss ein bisschen Augenringe. Ja, alles gut. Ich habe mit Chris gesprochen. Die Videos sind heute online. Das ist ganz im Hauptshow. An dir ist ein begnadeter Künstler vorbeigegangen. Sehr schön. Schreib doch nochmal deinen Namen drauf. Genau. Das ist gefailed. Die Rechte hat darüber komplett. Sprich ihn an. Also, ob ihr, wie du, euren. Ja, super. So sieht der Roman sich selber, ja. Und dieses Bild verlosen wir natürlich auch. Also wenn ihr dieses tolle Bild haben wollt, dann schreibt uns einfach Roman, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen in die Kommentare und wir werden das dann verlosen und euch zukommen lassen. Ja, und das war's von uns mit VIP Room, ne?
Wir sind am Ende angelangt. Schön, dass du da warst. Ne? Danke. Weiterhin noch ganz viel Erfolg. Jo, danke. Ebenfalls. Tschüss. Ciao.